Bei Marantz gibt es mit der neuen 50er-Serie gleich zwei spannende Produkte, und zwar einen unglaublich guten Stereo-Vollverstärker. Und dieses Gerät hier ist ein Netzwerkplayer, Vorstufe mit HDMI, Heos Multiroom Streaming und noch so viel mehr Funktionen, dass mir dafür jetzt keine Bezeichnung einfällt. Und diese zwei Produkte, die stellen wir euch heute vor. Hallo und herzlich willkommen bei Heimkinoraum. Heute dürfen wir euch diese zwei Produkte vorstellen aus der neuen 50er-Serie bei Marantz. Wer Marantz kennt, Roland, da gibt es ja auch die 30er-Serie und die 40er-Serie. Und jetzt wird hier nochmal so aufgeschlossen mit der 50er-Serie. Bedeutet nicht gleich größere Zahl, dass es das beste Gerät ist, sondern genau andersrum. Es wird hier unten sozusagen ergänzt, das Portfolio, ein bisschen mehr, darf man das sagen, Einsteigerbereich, bisschen zugänglicher. Bisschen zugänglicher, kann man durchaus sagen, ja, das ist richtig. Und es gab ja sogar schon CD-Player aus der 60er-Serie, das heißt, das wird jetzt auch nicht alles irgendwie chronologisch so nach unten gebrochen. Ja. Sondern tatsächlich haben wir mal da ein Produkt gebracht, mal da ein Produkt gebracht. Dass wir das jetzt überhaupt so bezeichnet haben, ist dem geschuldet, dass wir ein neues Design seit 2020 Stück für Stück einführen. Letztes Jahr waren die ganzen AV-Verstärker im Prinzip dran von Marantz. Und dieses Jahr ist es halt im Prinzip die Nachfolger der 8600er-Serie. Mhm. Ja, ich finde das neue Design eh wunderschön. Ich glaube, das habe ich schon zigmal gesagt. Schön, dass du da bist, um uns diese neuen Produkte vorzustellen. Wir haben hier also einen Stereo-Vollverstärker und einen Netzwerk-CD-Vorstufen-Player, wie man das Ganze nennen möchte. Mit HDMI, ja, wir nennen das, glaube ich, CD-Netzwerk-Player. CD-Netzwerk-Player. Wir lassen da bestimmte Sachen weg, die allerdings natürlich auch drin sind. Tatsächlich ist es eine sehr, sehr universelle Maschine, aber das werden wir gleich noch kennen. Ja, ich finde den unglaublich spannend. Wir beginnen aber zuallererst mal hier mit dem Stereo-Vollverstärker mit dem Model 50. Genau, das Model 50 ist wirklich ein klassischer Stereo-Vollverstärker. Der bei Marantz natürlich typisch so ein bisschen understatement-mäßig mit 2x70 Watt Leistung an 8 Ohm allerdings natürlich daher kommt, in der strengsten Norm dann auch gemessen. Das ist ja immer so. Und er stellt, wenn man so will, die Nachfolge des PM8006 dar. Allerdings, und das muss man einfach dazu sagen, hat man hier natürlich vieles, extrem vieles, aus dem Model 40N übernommen und manches sogar besser gemacht als im Model 40N. Aber erstmal quasi zu den Anschlüssen. Wie gesagt, was ihm alles fehlt, sind sämtliche digitalen Anschlüsse. Die hat der nicht. Der hat aber dafür natürlich auch eine Phono-Sektion, eine sehr, sehr ordentliche Phono-Sektion mit der typischen Marantz, mit den typischen HDAMs von Marantz, selbst schon in der Phono-Sektion. Das heißt, es ist diskret aufgebaute Phono-Sektion, um halt Plattenspieler ordentlich entsprechend hier anschließen zu können und die Entzerrung, die der Plattenspieler ja benötigt, dann entsprechend in hoher Qualität zu vollziehen. HDAM steht für Folgendes? Hyperdynamic Amplifier Module. Okay. Das sind im Prinzip, wenn man so will, Operationsverstärker, also Verstärkermodule, die sind komplett diskret aufgebaut. Mhm. Das heißt, normalerweise ist das ja so ein Chip bei anderen Herstellern. Und bei Marantz wird das halt in einzelnen Bauteilen, das heißt mit Kondensatoren bzw. Widerständen, diskret aufgebaut. Das hat mehrere Vorteile. Einer der Vorteile ist halt, dass man an jedem dieser Bauteile nochmal die durch andere ersetzen kann. Und das macht unser Soundmaster. Mhm. Das heißt, der Soundmaster von Marantz, der legt tatsächlich die Bauteile fest. Das heißt, er hört mehrere dieser Bauteile durch und guckt, bis halt der typische Marantz-Sound dann entsprechend auch erreicht ist. Und die finden sich nicht nur in der Phono-Sektion hier, sondern die finden sich tatsächlich auch in der Vorverstärker-Sektion des Model 50. Und das natürlich in überarbeiteter Art und Weise im Vergleich jetzt zum Vorgängermodell und sogar in überarbeiteter Art und Weise im Vergleich zum Model 40N. Interessant. Ja, klingt wirklich sehr, sehr aufwendig von der Technologie her und was da auch wieder erreicht wird. Also schon ein sehr hochwertiger Stereo-Vollverstärker mal wieder von Marantz. Das ist richtig. Er kommt auch mit jeder Menge Eingänge auf der Rückseite. Das heißt, wir haben diverse analoge Eingänge. Wir haben auch einen Endstufen-Direkteingang. Der ist vielleicht ganz spannend auch für die Heimkino-Jünger. Nennt ihr Power-Amp-In. Ich kenne es unter Main-In zum Beispiel. Genau, richtig. Genau. Da kann man zum Beispiel eine Surround-4-Stufe entsprechend anschließen oder einen Surround-Vollverstärker, um halt die Qualität der beiden Front, Rechts- und Links-Lautsprecher dann entsprechend noch zu verbessern. Das ist wieder diese schöne Kombination dann Stereo-Vollverstärker mit einem AV-Receiver. Des Weiteren verfügt das Model 50 auch noch über Vorverstärker-Ausgänge.
Das heißt, man kann hier zum Beispiel noch eine separate Endstufe oder Aktivlautsprecher anschließen, ja, weil die Lautstärkeregelung wird dann halt hier drüber gemacht und einen Subwoofer-Ausgang. Ja. Das heißt, man kann zum Beispiel auch noch einen separaten Subwoofer dann entsprechend mit hier auch anschließen. Richtig. Ganz wichtig ist, dieses Model 50 verfügt über Lautsprecherpaar-Anschlüsse für A und B. Und das halt sind hier sehr, sehr hochwertige Lautsprecher-Terminals. Sind das dieselben wie auch Model 40? Und genau. Die sind echt schick, ja. Die sind genau die gleichen wie beim Model 40. Und hier sogar AB, A plus B schaltbar dann entsprechend. Also ich kann hier B-Wiring-System-Verkabelungen machen oder ich kann auch eine Zone 2 anschließen, also zwei Paar Stereo-Lautsprecher und dann zum Beispiel in der Küche noch ein paar Kompaktlautsprecher zugleich oder separat bedienen. Nee. Genau, richtig. Ja, das stimmt. Ganz spannend wird es dann natürlich, wenn man reingeht in das Gerät. Ja. Das heißt, da ist es zum Beispiel auch so, wir haben halt einen neuen Trafo, einen neuen Ringkern-Trafo, wie bei Marantz halt üblich. Ja. Ist ja auch die Soundphilosophie. Der neue Ringkern-Trafo ist exakt der gleiche wie im Model 40N. Das heißt, der ist deutlich größer als beim Vorgänger, dem 8006er. Wir haben auch eine quasi die Endstufenkonstruktion. Auch die wurde komplett aus dem Model 40N übernommen. Das heißt, es ist nicht mehr Single Push-Pull, sondern Dual Push-Pull, was so viel heißt, wir haben die Anzahl der Transistoren verdoppelt, aber nicht etwa ja, um doppelte Leistung oder so zu erhalten, sondern halt, um die Klangqualität hier zu verbessern. Dann kommt noch hinzu, dass wir ein vierlagiges Chassis haben. Das heißt, das Bodenblech ist im Prinzip aus vier Lagen bestehend. Das ist sogar mehr als bei Model 40N. Mhm. Die Steifigkeit ist dadurch halt deutlich größer. Also das ist ein deutlich stabileres Chassis, was man damit hat. Und insgesamt halt ist der Einfluss von Vibrationen dadurch sehr, sehr gedämpft. Mhm. Klingt gut. Genau. Das zusammen mit diesen eben schon erwähnten HDRMs und der Lautstärkeregelung, die ebenfalls aus dem Model 40N übernommen ist, führt das dann zu der entsprechenden Klangqualität, die das Gerät hier hat. Und wie du schon am Anfang sagtest, es steht eigentlich ein Model 40N so gut wie in nichts nach. Finde ich gut gelöst von Marantz hier, sozusagen die digitale Vorstufe einfach auszulassen, um den Preis zu senken, das Produkt zugänglicher zu machen, weil es einfach ein echt ein toller Stereo-Vollverstärker ist, der Model 40 und somit eben der Model 50 auch. Und das, was ihm fehlt und noch ein bisschen mehr, bekommt man jetzt eben bei dem guten CD50N. Also der ist eine Ergänzung für den Model 50, aber auch eine Ergänzung für viele andere Produkte, vielleicht was ihr zu Hause habt, ein Stereo-Vollverstärker ohne Multiroom-System etc. Das Ganze werden wir jetzt mal hier auch nochmal erkunden. Genau. Natürlich auch kommt der CD50N passend dazu im gleichen Design wie der Model 50. Und er hat auch die gleiche Fernbedienung, darauf sind wir bisher noch gar nicht eingegangen. Das ist im Prinzip diese herrliche Fernbedienung hier, die auch entsprechend natürlich zu allen neuen Modern Music Luxury Komponenten von Marantz dann entsprechend dazu kommt. Ja. Und damit kann man auch immer den CD-Player und den Verstärker dann entsprechend mitsteuern. Ja. Mit einer einzigen Fernbedienung. Macht Sinn. Das macht Sinn, genau. Der CD50N, wie gesagt, so ein ähnliches Produktkonzept gibt es ja bei Marantz schon, aber nur ein ähnliches mit dem SACD30N, das ist aber auch nochmal eine Ecke oben drauf, genau, und der hat ein SACD-Laufwerk im Prinzip. Der CD50N bietet halt ein CD-Laufwerk, genau, und das hat er sozusagen eher so als Dreingabe, wenn man so will, weil wenn man halt sich den von hinten anguckt, den CD50N, dann sieht man im Prinzip, was er auch noch alles so bietet. Ja. Hat natürlich zahlreiche Digitaleingänge, also wir haben hier einen optischen Digitaleingang, einen koaxialen Digitaleingang. Wir haben hier entsprechend einen USB-DAC-Eingang. Das heißt, man kann ihn mit einem PC oder mit einem Mac verbinden und dann die Dateien quasi, also Sounddateien entsprechend hierüber wiedergeben. Also er fungiert als externe Soundkarte. Soundkarte, genau. Klangwandlung, nochmal alles aufwerten. Richtig, ja, genau. Dann hat er natürlich noch Ausgänge, optisch und koaxiale Ausgänge. Ja. Aber was man dann feststellt, auch noch ein USB-Eingang ist mit dabei und halt ein Netzwerkanschluss. Wenn man nicht die WLAN-Funktion nutzen möchte. Korrekt. Und hinter dem Netzwerkanschluss bzw. den WLAN-Antennen hier, da verbirgt sich natürlich das Heos-Modul. Ja.
Das heißt, das Multiroom-System, mit dem man natürlich Dateien streamen kann aus seinem lokalen Heimnetzwerk. Ja. Aber man kann halt auch auf Internetradio zugreifen, man hat AirPlay 2. Man kann entsprechend von Musikstreaming-Diensten. Hios ist ja eure Denon Marantz-App, mit der ihr wie bei Sonos und Bluesound zum Beispiel wirklich alle Multiroom-Funktionen habt, aber kombiniert mit AV-Verstärkern, Vollverstärkern von Denon und Marantz. Also eigentlich ist dieses Netzwerk viel größer, die Möglichkeiten sind viel größer. Also solltet ihr euch unbedingt mal unser Video zu Hios angucken, falls ihr da auch interessiert seid. Ja. Dann hat er natürlich noch einen HDMI-Anschluss. Der ist nicht ganz so unbedeutend. Definitiv. Genau, mit dem HDMI-Anschluss kann man im Prinzip natürlich, das ist ein AAC-Anschluss, das heißt den Fernseher entsprechend anschließen und dort dann den Ton von den integrierten Streaming-Diensten oder auch von den dort angeschlossenen Eingängen an den CD-Player, muss man jetzt ja sagen, weitergeben, der das dann natürlich in erstklassiger Qualität wandelt und an zum Beispiel Model 50N weitergeben kann. Das Schöne ist aber, du sagtest es, es ist halt auch eine Vorstufe. Das heißt, auf analoger Ebene haben wir hier tatsächlich eine echte Vorstufe. Wir haben nämlich zwei Paar Ausgänge. Einmal haben wir einen fixen Ausgang mit fixem Pegel, der wirklich dafür gedacht ist, den zum Beispiel an so ein Model 50N anzuschließen. Mhm. Model 50 anzuschließen, jetzt komme ich selber mit dem N durcheinander. und wir haben einen variablen Ausgang. Und über den variablen Ausgang kann er natürlich mit einer Endstufe oder mit Aktivlautsprechern zum Beispiel verbunden werden. Direkt und kann er dann die Lautstärkekontrolle übernehmen. Korrekt, damit übernimmt dann sozusagen der CD-Player die Lautstärkekontrolle. Das ist korrekt. Natürlich haben wir hier klanglich auch ein wenig getan. Das heißt, hier kommt auch ein neuer ESS-Wandler, also von dem Hersteller ESS, zum Einsatz. Wir haben ebenfalls quasi eine dreilagige Bodenblechkonstruktion, die das Ganze natürlich sehr, sehr steif macht und insbesondere für die Laufruhe des CD-Laufwerks hier natürlich nochmal sorgt. Es gibt einen Ringkern-Trafo, der sowohl analog als auch Digitalsektion halt separat in irgendeiner Art und Weise halt ansteuert und damit sämtliche Einflüsse von den jeweils anderen Sektionen fernhält. Es gibt eine Isolationsschaltung zwischen der digitalen Domäne und der analogen Domäne, damit also die Vorstufe nicht gestört wird durch digitale Signale entsprechend und vieles, vieles mehr, sodass wir hier natürlich auch im Vergleich zum ND8006 sozusagen auch nochmal die Klangqualität um einiges steigern konnten. Da tragen natürlich dann entsprechend auch die HDRMs mit bei, also Marantz typische Vorstufen Verstärker, also Operationsverstärker, die halt zu Fuß aufgebaut sind und vom Soundtuner entsprechend optimiert wurden. Ein kleiner Geheimtipp hier drin ist der Kopfhörerverstärker tatsächlich, weil der Kopfhörerverstärker also zu einem guten Stück ebenfalls diskret aufgebaut wurde und schon beim ND8006 sehr, sehr hochwertig war. Und das wird hier nochmal gesteigert, dadurch, dass man hier halt wirklich auch nochmal an einigen Bauteilen gedreht hat. Und also für mich war es auch schon wieder sehr, sehr erleuchtend, darüber mit Kopfhörern zu machen. Interessant, also hier vorne an den Kopfhöreranschluss, da steckt also noch mehr dahinter. Genau. Also nur ein Kopfhöreranschluss, sondern da ist wirklich eine separate Kopfhörerverstärkersektion, die das ganze Signal auch nochmal, es ist eine eigene Philosophie nochmal wieder über Kopfhörer zu hören, über Passivlautsprecher zu hören, da wird wieder extra Hardware benötigt, damit das Ganze gut funktioniert. Genau, über kabelgebundene Kopfhörer. Ja, was der natürlich auch kann, ist, also wir haben über diese beiden Antennen haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Bluetooth-Signale entgegenzunehmen, aber er hat auch eine Bluetooth-Transmitter-Funktion. Ah ja, okay. Das heißt, er kann auch quasi Bluetooth-Kopfhörer ebenfalls direkt ansteuern. Sehr interessant. Ja. Generell, also zusammengefasst, Roland, haben wir einfach einen wirklich tollen Stereo-Vollverstärker hier, 50er Serie, der so gut klingt wie ein Model 40. Könnt ihr gerne mal bei Heimkinoraum vorbeikommen und dann solche Geräte auch miteinander vergleichen und Probe hören, selber entscheiden. Ja, gerne Termin, Link unten in der Videobeschreibung. Und dann haben wir diesen Kollegen hier, der so ein richtiger Allrounder ist, aber in eine Richtung, wie ich es zuvor, also bisher noch nicht gesehen habe. Wie du sagst, also sogar Kopfhörer, guter Kopfhörerverstärker drin, Multiroom, USB-DAC, HDMI,
genau. Vorstufe. Also das kann ich mir gar nicht merken, was dieses Gerät alles kann. Es ist wirklich richtig, richtig toll. Und ich glaube, dass der hier sehr viele andere HiFi-Setups oder was auch immer ihr zu Hause habt, einfach nochmal ergänzen kann, erweitern kann und so viel dazu gibt, ohne dass man jetzt seinen, ja, ich sag einfach mal Model 30 auswechseln muss, weil ihm zum Beispiel eine Funktion fehlt, sondern im Gegenteil, man kann damit einfach nochmal richtig schön nachrüsten. Genau. Wenn man sozusagen einen Verstärker hat von Marantz, also wie zum Beispiel hier so ein Model 50 und den CD50N, kann man zum Beispiel auch sowas wie Lautstärkeregelung oder Muting direkt über die Fernbedienung des Fernsehers vollziehen, weil dieser HDMI-Eingang im Prinzip natürlich auch die CEC, also die Steuerungsfunktion von HDMI beherrscht. Und dadurch, dass der ja, wenn man den nicht als Vorstufe verwendet, nicht unbedingt direkt jetzt eine Lautstärkeregelung hat, aber wenn man beide über diese Infrarot-Ausgänge beziehungsweise mit dem Eingang hier verbindet, dann kann der quasi diese Befehle weitergeben und quasi die Lautstärke des Verstärkers gesteuert werden, was auch ein schönes Feature ist. Definitiv. Super, super spannend. Ich glaube, wir haben euch hoffentlich alles hier mitgeteilt, was ihr so wissen möchtet. Sonst ruft gerne an für weitere Informationen. Roland, vielen Dank, wie immer. Danke dir. Ein gern gesehener Gast auf unserem YouTube-Kanal. Schaut gerne auch für andere Videos bei Denon und Marantz vorbei auf unserem Channel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.